draufzusetzen. Es fängt jetzt an zu regnen, unter dem Zelt keine Person, bis auf der Techniker und die Technik. Okay? Genau wie unter dem Schirm. Okay? Wir stellen uns unter den Schirm. Nein, unter dem Schirm wird sich nicht gestellt. Das Sie können uns das Leben schwer machen. Nein. Wer da steht, wieso kann man sie nicht unter den Schirm stellen? Wird sich nicht gestellt. Wer, wo steht das in den Auflagen? Hören Sie den Auflagen. Sie haben die Auflagen. Wo steht das? Nein, wo steht Sie das in den Auflagen? Auflagen, Auflagen aus meiner Tasche, blaue Hülle. Was hat denn das für eine? Ich brauche einen Schirm. Und die Leute raus aus dem Zelt. Kommt, Leute, ja, raus, ja, raus. Geht raus aus dem Zelt. Die suchen nur Gründe. Komm, komm, komm. Geht da raus. Die suchen nur Gründe. Glaubt mir das? Das ist einfach eine Feindmacht. Versteht ihr das? Das ist eine feindliche Besatzungsmacht. Ja. So, so ist das. Und die sind nicht auf Seite von Christus. Die sind nicht, das sind keine guten Menschen. Eine Person ist gut. Das sind keine guten Menschen. Verstehst du das, Sabine? Das sind keine guten Menschen. Sie sind böse. Sie sind nicht zu unserem Schutz da. Sie sind zu unserer Demütigung da, Sabine. Sie sind uns da, das Leben zu erschweren. Deswegen sind sie da. Ja, verstehst du, Sabine? Sie müssen nicht so schreien. Ach, ich schreie, weil ich Lust habe, laut zu reden. Und ich rede weiterhin laut und deutlich. Sabine, hast du den schwerbeschädigten Ausweis? Ja. Brauchst du nicht vorlegen? Diese Leute brauchen das jetzt nicht. Ich muss das jetzt wissen. Moment. Ich muss diesen Auflagenbescheid. Ich brauche Hilfe. So. Moment. Hier ist der Auflagenbescheid. Weil die sagen, man darf sich nicht unter einen Schirm stellen, Sabine. Zeigen Sie den Auflagenbescheid. Den habe ich hier. Ja, ich muss unter den Schirm stehen, sonst wird er nass. Ja, der ist aktuell. Von heute? 25. Juli 2023. Der aktuelle. Es gibt einen von heute. Dann möchte ich den sofort haben. Den haben Sie bekommen. Nein, den habe ich nicht bekommen. Ich habe vom 25. Juli Polizei, das ist der aktuelle, den habe ich bekommen. Den haben Sie bekommen. Ja, der wurde mir vorgelegt. Ich habe keinen anderen. Sie haben einen anderen. Nein, habe ich nicht. Wie kommen Sie denn dazu? Den haben Sie. Wie? Den gibt es. Pass mal auf. Den haben Sie. Wollen Sie mich jetzt zum Narren halten? Nein. Wollen Sie mich zum Narren halten? Und ich sage nochmal, nein. Gut, in Ordnung, dann halten Sie mich nicht zum Narren. Ich habe diesen Auflagenbescheid bekommen. Ja. Sabine, du bist Zeugin. Den haben wir bekommen und keinen anderen. Dann möchte ich jetzt den anderen sehen, den Sie angeblich haben. Ja, den kriegen Sie dann. So. Den haben Sie schon bekommen. Wir Moment. Haben ihn auch noch mal. Wir können ihn Ihnen gerne einmal noch mal zeigen. Den möchte ich heute auch haben von Ihnen. Haben. Sie haben ihn schon einmal bekommen. Wir können ihn Ihnen gerne noch einmal zeigen. Einer ist noch von uns. Diese Bande. Jetzt mal einfach tun lassen, mit dir mal mir ein bisschen Respekt ja, Entschuldigung, okay? gerne. Sie schreien mich hier die ganze Zeit an. Und jetzt habe ich auch langsam mal die Faxendicke. Ja, danke. Sie reden hier nicht mit irgendeinem Kind, sondern wir sind hier beides Erwachsene, okay? Dann brauchen Sie hier nicht die ganze Zeit mich anzuschreien. Dann behandeln Sie mich hier mal wirklich so. Ende, okay? Ja, in Ordnung. Gut, wunderbar, dann können wir jetzt ruhig und normal miteinander reden. Hier wohnen können wir das? Ja, oder können wir. Gut, okay. Bitte. Sagen Sie mir jetzt Bescheid, wo das steht, dass wir keine uns nicht unter einen Schirm halten. Ich möchte, wir haben nur diesen bekommen. Wir haben nur diesen Auflagenbescheid bekommen. Nein, ich möchte von Ihnen den anderen Bescheid haben, weil ich glaube Ihnen kein Wort. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich glaube Ihnen nicht, wenn Sie was behaupten. Ich will es schriftlich von Ihnen haben. Ich will es von Ihnen schriftlich haben. Ich glaube Ihnen nicht. Die sind so bösartig, so böse Menschen habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Gibt es einen Grund? Also. Die kennen uns so lange nicht. Nein, das ist unmenschlich. Und das werden Sie auch. Das ist ja alles kein Problem. Das ist ja kein Problem, ist egal. Wir werden das ja sehen. Wir werden das sehen. Wir werden das eben sehen. Noch haben Sie ja die Macht, noch können Sie ja tun und lassen, was Sie wollen. Das ist ja so. Sie können Auflagen erlassen, das haben Sie recht, das stimmt. Man darf sich nicht unter den Schirm darstellen. Das stimmt, da haben Sie recht. Ja, Sie könnten jetzt menschlich sein, tun Sie nicht. Machen Sie genau ins Gegenteil. Sie sind nicht menschlich. Sie verhalten sich nicht menschlich. Böse, eben böse. Nicht? Wie man sich nicht als Mensch verhalten würde. Das ist eindeutig. Die heldenhafte Berliner Polizei. Ich meine diese Einheit jetzt, nicht alle, ne?
sind wirklich heldenhaft. Ja. Wollen wir sehen, wann sie dann die Helden sind, wenn die Musiker kommen. Ja. Wenn sie dann noch Helden sind, da kommen wir mal nach. Das werden wir ja sehen. Nee, ist alles gut. Wenn sie sich entspannen. Unter dem Schutzschirm der NATO. Und sie fühlen sich ja sicher unter dem Schutzschirm der NATO. Ich glaube, das hält wieder auf. Noch 5 Minuten Abwartezeit. Wenn noch mal eine Windböe käme, würden sie noch bleiben. Wenn aber keine Windböe mehr kommt, dann ziehen sie auch. Vielleicht bleiben sie auch dauerhaft hier. Kann sein. Ja. Ja. Ja, um ihre stumpfende Macht auszuspielen. Von Darth Vader. Ist ja wirklich so, ne? Sieht ja auch alles genauso aus optisch. Ist ja genauso wahrzunehmen. Auch für mich ist das wahrzunehmen. Finstere Gestalten, hat meine Mutter immer gesagt. Oder Oma hat das gesagt. Hüte dich davor. Und das haben wir auch. Das ist ja alles vorhanden. Ja, guck mal, ich finde das interessant, ne? Überleg mal, wie wir drangsaliert werden. Wir bekommen auch solche schwachsinnigen Auflagen, ne? Oder auch Hinweise, egal was. Wir sind die Einzigen, die mit sowas wirklich drangsaliert werden. Das ist ja Drangsalierung. Und das wird ja alles gemacht über den Geheimdienst. Das ist ja nicht einfach so, das ist ja nicht von diesen Leuten, die führen das hier nach. Das sind blinde Befehlsgehorsam. Ne? Wenn sie es nicht machen, ist das Gehalt. Ist das ja das Gefallen? Ist das Gehalt gefährdet? Ja, das ist der Dienststrang gefährdet. Also ist der Dienst gefährdet. Deswegen müssen sie das machen. Da habe ich auch wieder ein gewissen Maß Verständnis, dass sie das machen müssen. Aber sie müssen nicht unmenschlich sein. Ja, die müssen nicht unmenschlich sein. Das müssen sie ja nicht. Ne? Muss so. Nicht. Ne? Das ist nicht zwingend notwendig, dass sie es sind. Auf, ne? Das ist wirklich so. Das war einfach nur perfekt. Also sowas jetzt noch abzulassen, das muss der erste Film werden. Oh, gut. Man wollte uns zwingend aufzugeben. Ja. Nö. Das ist Folter, das ist barbarisch, da kann im Auflagenbescheid stehen, was es ist. Das ist ja eine Notlage, wenn ein Unwetter ist und die schicken eine ältere Dame in das Unwetter, eine Frau, die noch einen Schwerbehindertenausweis hat. Ich meine, das ist so voll ist das, ist so abartig, ja, das ist so schlimm ist das. Ja, das ist so menschenunwürdig. Ja, da kann man keinen Respekt mehr vorhaben. Da kann man nur sagen, pfui, ist das eklig, ja. Das ist einfach nur ekelhaft. Dann bei der Polizei hast du kein Sicherheits- und Schutzbedürfnisgefühl mehr. Kannst du nicht mehr haben. Die sind ja einfach nur feindselig und böse. Wollen sich selber drunter stellen. Ja. Auch immer, das ist böse. Das ist meine Meinung. Ich empfinde die als bedrohlich, böse, als schlimm, also nur schlimm und ein Albtraum ist das. Ja, das ist ja nicht normal. Das ist ja nicht normal. Ja, und vor allen Dingen, wenn man mich in den Regen schickt, ja, dann kann man das gerne tun, ja. Also, das kann man ja gerne tun. Ja, also, man kann es tun. Aber eine ältere Dame, die einen Schwerbehindertenausweis hat wegen einem Herzproblem, da in den Wind, in den Regen zu schicken, Jan, ich bin nervös. So, weil diese Polizei unmenschlich ist. Ja, die sind ja unmenschlich. Das ist ja wirklich unmenschlich. Menschenverachtendes Verhalten ist das. Unwetter ja. Ist ja auch Menschenleben zu schützen. Ja, genau. Und stell mal vor, jetzt von den eine Frau erkältet sich und so weiter. Du musst trocken gerieben werden. Da muss ein Handtuch her, weil es irgendein Handtuch in der Nähe ist. Ja, ja.